Also kommen wir damit dann zur 26. Folge von Assassin's Creed. Ja, wir machen weiter die Weltbegegnungen. Arbeiten sie alle nacheinander ab. Voilà. Großvaters Schelle ist wie keine andere. Nur einer reicht aus. Seine. Oh, so eine gute Schelle. Kinder, was ist diese Schelle, von der ihr sprecht? Unser Großvater verteilt sie. Sei vorsichtig, wenn du keine willst. Ich bin sicher, dass ich ihr widerstehen kann. Viele Hasenfüße sagen dasselbe. Er braucht nur eine Faust, eine Schelle. Boom! Wie ein Wolf, der mit seinen Knöcheln heult. Tja, jetzt bin ich wirklich neugierig. Ha! Gut. Das Schicksal klopft an deine Tür. Großvater, hier will jemand eine ordentliche Schelle. Hallo. Ja, ich bin überwältigend stark. Über alle Maßen. Doch es ist nicht der Rede wert. Bist du ein Dränger? Dann sollten wir Kriegsgeschichten und Weisheiten über einen Becher Met am Herdfeuer teilen. Du suchst Weisheit? Werde kein Held wie ich. Diese Schelle ist wie ein Fluch, der auf mir lastet. Die Kinder haben meine Neugier geweckt. Dein bescheidenes Auftreten umso mehr. Ja, ich bitte dich. Das muss nicht dazu führen, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Hau mir eine. Du ziehst besser weiter, wenn du nicht eine Fausthöhle als Gesicht haben willst. Kinder, hört auf, so zu reden. Ich will sie nicht einsetzen. Ich würde diese Schelle gerne sehen. Ich wünsche wirklich, diese Schelle zu sehen und sie mit meinen bescheidenen Fäusten zu besiegen. Ach, das wird keinem von uns Freude bereiten, fürchte ich. Deine Zeit ist um. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Enttäuschung wird auch die meine sein. Okay, lass mich das mal markieren. Okay. Und so vergeht mein Tag. Der holt aber auch immer richtig aus hier, ne? Ich bin müde. Bam! Und das war's. Nie zuvor wurde ich besiegt. Ich bin erstaunt, verwirrt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Du hast meiner Schelle widerstanden. Dafür teile ich meinen Schatz mit dir, den mir meine Schelle über die Jahre eingebracht hat. Lohn für eingeschlagene Schädel. Ach, ich fühle mich von meinem Vermächtnis befreit. Nun kann ich endlich ein gewöhnliches Leben führen. Dem Himmel sei Dank. Pergamentenfetzen Nummer 1. Grüße, wäre Fritz. Ich fordere dich zum Kampf auf meinen großen heiligen Hügel heraus. Hier wird das, was du deine Schelle nennst, zu Staub zerfallen und die Ameisen meines Hügels nähren. Denn nichts kann mich aufhalten, wenn ich in meinen hügelreichen Kämpfe gezeichnet der Hügeltarn von Skrubzgir. Grüße, ruhmreicher Freund. Mein Name kennen nur die Toten. Ich habe schon Wale getötet und deine Faust ist kein Wal. Lass mich deinen in zwei schlagen. Ich fordere dich heraus, die Geißel von Ivudzir. Guten Tag, Ferdich, der Wohlfäustige, der Ruhm deiner Faust ist bis nach Wessex vorgedrungen. Unser Gottesfurcht wurde deine Faust gerne auf die Probe stellen. Benutzt du diese Faust auch zum Beten? Die Mönche von Wessex. Wessex, oder wie man es ausspricht. Grüße an den Adelmann Wigmund und die Edelsleute der Skiers. Ich vererbe meinem zweitgeborenen Kind den Besitz all meines Landes, welches unter Gottes Herrschaft hier im Grande Buskir mir gehörte. Dieses Schreiben bestätigt, dass ich all dieses Land aus meinen fähigen Hand in dessen fähigen Hände meines zweitgeborenen Kindes übergebe. Mit den Worten, ein langes Leben wünsche ich dir, sowie großen Ruhm, geh in Frieden von dir. Der Schatz, den er versprach. Seine Schelle bescherte ihm ein Meer an Reichtümern. Die Kinder haben eine Sammlung derer, die eine Schelle bekamen. Alright. Dann haben wir das auch gelöst. Können wir den Typen hier töten, sag mal.
Wenn der da hinten schon so selbstsicher und arrogant am Rumreiten ist, dann würde ich es auch gleich gerne mehr austesten. Letzte Person war, glaube ich, Level 90. Wenn der ansatzweise auch Level 90 ist. Viel besitze ich nicht genug Ausdauer, um das alles auszuweichen. Kann man versuchen zu kontern vielleicht. Aua. Aua. Scheiße. Kann ich ihn vielleicht meucheln? Okay. Wir warten erstmal, da wird er wahrscheinlich sowieso auf uns ein bisschen zukommen, weil er mich jetzt gesehen hat. Ich jetzt zufällig essbare Beeren. Jetzt haben wir warten. Wieso rennst du mir voll entgegen? Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich an den gar nicht ranschleichen kann. Man sieht stets wachsam aus. Ungeziefer. Bruder, ich muss nicht. Boah, kam vorbeigeflogen. Okay. Als nächstes gehen wir dorthin. Euch drehe ich erstmal nicht an. Ist nur auf eigene Gefahr. Ich fühle mich noch nicht bereit zu sterben. Naja, hier waren wir schon mal. So klar, dass wir hier schon mal hier waren, aber ich erinnere mich jetzt genau an einen Punkt. Komm, spring doch da runter. Ich glaube, das Pferd mit dem wenigsten Willen war, glaube ich, immer noch das aus dem ersten Teil. Das ist von Dingern runtergesprungen. Das ist ja, das gefühlt einen halben Felsen runtergesprungen.
Einmal zum Wasser, bitte. Komm, Schatz, okay. So. Werter Uppe, König der Dänen. Uba. Unser Bruder Ekwald von gar nichts ist durchgedreht und hat uns in seinem Langschiff eingesperrt. Ich schreibe diesen Brief mit einer Feder, die ich einem treuen Falken ausgerissen habe. Dieser Brief ist mit unserem Blut besiegelt. Wir werden an deiner Seite kämpfen, wenn du bitte Männer senden könntest, die unsere Ehrenbruder töten, der eine Insel für sich beansprucht und treu angefordert hat. Selbst aber nicht einmal seinem eigenen Bruder gegenüber treu ist, die ihm über das Nordmeer ins Land der Angeln brachte. Ekfried und Sigwald von Nordwegen. Ich will ein starkes Bündnis schmieden, um mein Königreich zu festigen. Essen. Als erster meiner Linie stamme ich von einer uralten Sippe ab und nun will ich mein Vermächtnis sichern. Ein Bündnis, das beiden Seiten zugute käme. Dieses Land der Angel, nenne ich jetzt mal, Angeln, ist nicht für meine Brüder bestimmt. Thronräuber des alten Königreichs von Nord-Sex. Sie müssen ebenso... Ach komm, leck mich doch einfach. Ich bin König Ekwald. Halt deine Fresse. Das ist dein Königreich, sagst du? In der Tat. Nordsechse. Und ich bin sein erster König, Ekwald. Und als sein Oberhaupt suche ich nach Verbündeten, um stärker zu werden. Königreich, diese Insel hier. Ja, von Küste zu Küste. Meine Brüder und ich sind vor ein paar Monaten auf dieses herrenlose Land gestoßen, das unserem Ehrgeiz angemessen erschien. Leider sind meine Brüder kurz darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer. Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack und du kannst deinen König deinen Freund nennen. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sag ich Bescheid. Ich meine, das ist der da hinten. Es sind noch zwei Leute, würde auch Sinn machen. Ah, das ist ja schon leichter als gedacht. Feiner goldener Schwurreif, eines Königs würdig. Also die Entwickler haben sich auch was einfallen lassen, ey. Was meinst du, was wäre eine tollartige Mission als Nebenquest? Wie wär's mit einer Backpfeife? Ich habe deinen Armreif gefunden. Geschelle. Im Wrack deines Schiffs. Bei allem, was groß ist, ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsechse. Kann er mal sehen. Deine Geschichte steht nicht auf. Deine Geschichte geht nicht auf. Deine Vergangenheit wirft Zweifel auf. Ich kann niemandem trauen, der seine Brüder so verdächtig leicht verloren hat. Was ist wirklich geschehen? Gar nichts. Der Armreif gehört mir. Mir allein. Dieses Königreich sollte eines der größten von Englerland werden. Der Glanz des Rings hat dich verblendet. Du bist jetzt. Blende ich dich mit Blut, Thronräuber. Du hast ein heiliges Bündnis mit dem größten aller Königreiche gebrochen. Mann, ich hab kein Leben, ich hab einfach kein Leben mehr. Das ist so unfair. Ich hab kein Leben. Ach, so deprimierend.
Guck mal, jetzt hab ich wenigstens mein Lebensbalken. Ich habe dein Armreif. Bei allem, was. Deine Vergangenheit. Oh, nee. Dein letztes Essen blende ich dich mit Blut, Sohnräuber. Du hast ein niedliches Bündnis mit dem größten aller Königreiche gebrochen. Ja. Level up. Hier unten waren wir. Ups. Ups. Oh, wir haben den Rand der Map gefunden. So, hier hatten wir diese Plage gehabt, wo ich nichts wusste, was ich irgendwie machen soll. Das ist dumm, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, was das ist. Deswegen gehen wir dorthin. Da oben waren wir noch nie. Ich kann mir vorstellen, dass da der letzte Schatz sein könnte, so in dem oberen Bereich oben oder rechts oben. Bestenfalls nur ein Stück. Ich hoffe mal, es gibt keine Gegend, wo es auch Krokodile oder so gibt. Ich fand sowas immer echt extrem eklig bei, ich glaube, Oceans war das. Diese Sumpfgebiete. Die waren echt unerträglich. Guten Tag. Heidin, dies ist ein Ort für stolze Bekehrte, so wie mich. Guter Mönch, du musst mit deinem Glauben nicht prahlen. Wurde dein Glaube in letzter Zeit herausgefordert? Schon mal über den heiligen Weg nachgedacht? Er ist besser, das schwöre ich dir. Ich bin glücklich mit meinen Göttern. Sicher nicht so glücklich wie ich mit meinem. Er erlaubt mir, den Zorn abzuschütteln. Ich bin nie wütend. Nie. Schön für dich. Ohne Zorn in meinem Leben bin ich völlig verändert. Nicht mehr auf Besitztümer aus, wie du. Sie sind bedeutungslos, weil er mich liebt. Du kannst mein Haus verbrennen, mein Hab und Gut zerstören. Ich werde nie zornig werden. Ich suche nach jenen, die sich... Ja, siehst du, ich verspüre keinen Zorn. Du kannst dich hier niederlassen, es stört mich nicht. Bald wirst du deinem Heidentum abschwören. Du scheinst verloren und heimatlos. Mach mit meinem Haus, was dir beliebt. Ich will gerne einen Schlüssel haben. Ja. Ja, verbrenn die Vergangenheit auf dem Scheiterhaufen. Na los, zerstöre noch mehr. Mein Glaube wird standhaft. Danke, oh Herr. Dass du diesen Teufel sendest. Nun, im 58. Winter seit dem Tod unser Herr Jesus Christus am Tag des Mondes, im Monat des Krieges, habe ich meinen Namen von Egil in Kingard den Frommen geändert. Ich entsage den Irrweg wegen meiner Vergangenheit und lege den Namen ab, dessen Träger von der Sünde beherrscht wurde. Nun habe ich das Licht gefunden, das meine Dunkelheit langsam aufzehrt. Er vergibt mir. Keine Ahnung, kann ich jetzt auch nochmal eine Bombe zünden, oder? Nur zu! Und dieses Gehöft, das Vieh, das gehört alles dir? Es gehört nicht mir, sondern Gott. Ich bekenne mich zu Gott und teile alles. Ja, das hattest du erwähnt. Sag mir, guter Mann... Was warst du, bevor du so fromm wurdest? Ich war genau wie du. Ein dummer Heide. Ohne Ziel und voller Gewalt. Übrigens, du solltest beten, ehe es zu spät ist. Zu spät? Für was?
um eine ewige Landplage zu werden wie du? Und jetzt stehst du auf. Ich fürchte, du hast deinen Stuhl besudelt. Was ist das? Oh nein, das ist... Also, dieser Schlüssel... Tu damit, was du willst. Wirf ihn in den Fluss. Mein Glaube ist unerschütterlich. Ah ja. Was, wenn ich hier reingehe? Boah, hier stinkt es. Wie auf einem Schlachtfeld. Leichen? Sind das andere Bekehrte? Oder vergangene Schandtaten? Deine Anschuldigungen beschmutzen meine Rechtschaffenheit. Aber mein Glaube lässt sich nicht beschmutzen. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei gar nichts. Welche Schandtaten verbirgt dein christliches Gewand? Was für Schandtaten hast du begangen? Du bist nicht bekehrt. Du bist ein dreckiger Lügner. Stammt dein Besitz von der Kirche? Ich bin Christ durch und durch. Ein mildtätiger Geistlicher. Mein Heidentum ist Vergangenheit. Ich bin... Ein Heuchler bist du. Ohne Ehre. Du solltest für deine Schandtaten büßen. Unschuldige Menschen sterben durch deinen neuen Glauben. Du hattest deine Chance, Heidin. Ich bin dadurch ein besserer, reicherer Mann. Ich habe mich verändert und drauf geschiss. Ich bin immer noch das gleiche blutrünstige Miststück. Stirb, du Scheißefresser. Stirb tausendfach wie die anderen auch. Du hättest auch auf einen Haufen Scheiße geschworen, du Lügner voll falschem Stolz. Du solltest dich auf einem Ting für deine Schandtaten verantworten. Was hast du jetzt vor, hä? Oha. Oha, prügelt mich einfach. Die, die am bereitwilligsten geben, sind auch die, die vorher zu viel genommen haben. Tägliche Leben. Begeistert. So, dann sagen wir mal dorthin. Gucken, ob wir bis dorthin den Schatz finden. Und dann sagen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.